aufs Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen, erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Okay. Oh nein. Oh nein, das kann doch nicht sein. Na toll, und ich kann da nicht rüber. Vielleicht hier? Oh nein, diese Musik, die ist so... Mann! Hä? Wie komme ich denn hier raus, verdammte Kacke? Kann ich da durch? Nee, ich muss doch sicher... Nee, kann ich da durch? Boah! Boah, hab ich mich erschrocken. Boah! Da kann ich nicht raus. Boah, hab ich mich erschrocken. Boah. Boah, mit der Musik und auf einmal explodiert das direkt vor meine Nase. Oha. Boah. Was ist denn jetzt los? Ach, jetzt kommen sie hier. Ja, der eine hatte einen Helm auf. Ich muss mal eben meine Waffe nachladen. Oh ja, ich kann da gleich hoch. Oha. Hey, hey, hey. Ganz ruhig, ganz ruhig. Herr Boahoo hat das gerade gezogen. Boah, jetzt... Okay, okay. Ich bin wieder sicher. Halbwegs. Wer schießt hier mit Brennpfeilen? Der da. Haben wir's? Ich konnte mich gar nicht richtig beruhigen. Mensch, aber ich hatte gerade so einen Schock bekommen, wo das da explodiert ist. Das glaubt man kaum. Ein bisschen runterkommen jetzt. So, geht mal her, geht mal her, geht mal hier. Erstmal 1000 Leute wieder hier. Die denken, sie könnten mir irgendwie Schaden zufügen. Haben sie ja auch ein bisschen. Aber unsere Selbstheilungskräfte sind der Hammer. Ich dachte, achso, nee, wir haben ja gerade eine neue Mission bekommen. Und zwar, dass wir hier raus sollen, genau. Wir sollen ja jetzt erstmal hier raus. Eieiei. Haben wir denn hier alles jetzt? Ja, ich weiß nicht. Ist ein großer Raum. Das ist die Sache, aber ich habe den ja eigentlich schon abgeklappert. Na gut. Dann wollen wir mal weiter. Boah. Hilfe, ey. Achtung, hier geht's runter. Ja.
Wow. Pow. Wow, noch gerade. Noch gerade. Wir waren ganz unten. Noch gerade geschafft. Naja, man muss es ja auch ein bisschen spektakulär aussehen lassen, ne? Sonst ist das ja auch alles hier umsonst. Okay. Wir wollen ja ein spektakuläres Abenteuer. Wie viel Munition haben wir denn überhaupt mit dem Maschinengewehr? Ich habe da gerade... Maschinengewehr? Ach, kann ich gar nicht. Huh? Was ist ein Maschinengewehr? Wegen der Fackel. Kann ich das gar nicht ausrüsten. Wir brauchen dafür zwei Hände. Uiuiui. Wer... Jetzt wollten wir. Nö. Tschüss. Jetzt willst du unsere Hilfe. Nein, wir kommen schon. Na sicher. Wir kommen. Kehren Sie zum Lager der Überlebenden am Strand zurück. Wenn Sie noch leben. Ich hoffe es mal und. Wir drücken ganz doll die Däumchen. Ich hoffe mal. Mach mal bitte die Fackel aus, das nervt. Danke. 113. Boah, das ist viel. Das ist echt viel. Nur ich weiß nicht, wie man mit dem Maschinengewehr zoomt, ist mir auch eigentlich... Ja, toll. Ich weiß es nicht, ist mir auch eigentlich egal, da wir das nicht brauchen. Nein, ihr werdet mich nicht töten. Och Mann, Leute. Na, warten noch ein bisschen. Aber ich muss jetzt gleich schießen. Ich muss jetzt... Ach Mist, jetzt ist schon ein bisschen zu spät. Ich glaube, der eine hat gerade... Ich würde ja erstmal den rechten erledigen. Mache ich jetzt auch. Oh nein. Oh, ich konnte da durchschießen. Ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert. Wow, sieht der... Wow, der Bogen sieht ja jetzt richtig krass aus. Wieso ist der denn gespannt? Hä? Hä, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß auch nicht warum. Ist, glaube ich, normal so. Ach so, ja, sicher, wir kommen. Habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ich komme. Ja. Ich verstehe es, ja. Wie soll ich denn jetzt... Ach, ich soll sicher da hoch. Von dort kommen wir. Ich, nee, oder? Ich weiß es nicht. Ich möchte mal ganz kurz hier entlang. Wo ist denn die Leiche? Ich glaube, der ist runtergeplumpscht. Naja. Überlebensinstinkt. Da hinten ist nichts mehr. Nee, sieht nicht so aus. Dann schnell hier runter. Ja, ich komme ja. Ich brauche gerade Selbsthilfe. Ja, ist ja gut. Ein bisschen warten. Ich komme ja schon. Ich komme ja. Ich komme. Hier, guck mal. Ich mache sogar ganz schnell. So, schneller geht's halt nicht. Ich komme. Ich rüste schon mal. Ich komme! Die Rettungsmission hier. Wow. Und zack. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance.
Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Fahren Sie. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Fahren Sie mit dem Schnellboot den Fluss hinauf zum Kloster. So Leute, sieht doch schon mal viel besser aus, außer dass jetzt der Whitman weg ist mit der Sam. Whitman. Was soll denn das? Können wir nicht über alles reden? So Leute, haben wir uns jetzt alle vertragen? Sind wir ein Team? Ja, sind wir ein Team? Okay, naja, nicht gerade begeistert die beiden. Vor allem, weil sie mich einfach nicht hören können. Ja. Gut, dann quatschen wir mal wieder. Mit dem Boot sollen wir loslegen? Wow. Wir können jederzeit ablegen. Geh an Bord, wenn du bereit bist. Dann brechen wir auf. Nee, ich bin noch nicht bereit. Das steht fest, denn auf dem Boot werden wir keinen Lagerplatz haben, oder? Dann gehe ich mal ganz kurz hier hin und setze mal einen Speicherpunkt ab. Einfach jetzt nur aus Vorsicht. Einfach nur so. Aus Jux und Dollerei. So. Einfach, weil ich es kann. So, Kampfschrotflinte, Waffenmodifizierung, Pumpgun zu Kampfschrotflinte. Alle bisherigen Upgrades bleiben aktiv. Jo. Aber jetzt habe ich gar nicht so viel Bergungsgut. Okay, wir haben schon eine Menge. Ja, dann... Na, ich weiß nicht. Sollen wir hier erstmal, wenn wir hier was Tolles haben? Ja. Verbessert Mechanik, erhöht die Leistung und den Schaden. Okay. Klingt gut. Gepolsterter Griff, Haben wir das schon? Nee, haben wir nicht. Ein gepolsterter Frontgriff, der die Waffen beim Schießen stabilisiert und damit den Rückstoß verringert. Ist cool, ja, auf jeden Fall, aber Trommel, Magazin verbessert das Nachladetempo und verdoppelt die Magazingröße auf 12 Patronen. Ja, das machen wir. Mit den 12 Patronen. Denn, so viel ich weiß, habe ich schon oft die Schrotflinte benutzt und musste auch nachladen. Gut, wie viel haben wir noch? 300. Das mit dem Rückstoß finde ich hier überhaupt gar nicht schlimm. Also ja, allgemein die ganzen Waffen. Also Rückstoß. Ich kann die Waffe so schnell wieder stabilisieren. Das ist hier mit den Waffen, die wir haben, eigentlich kein Problem. Schaden. Finde ich gut, weil ab und zu überleben die Gegner, wenn sie ein bisschen weiter weg sind. Deswegen passt auch noch genau. Super. Dann machen wir das auch. Wie sieht es denn da eigentlich aus? 78, 70... 73, 60, 100 und 0. Achso, Outfits, ja. Na gut, 9 Bergungsgut. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. So wenig. Aber ich bin ready. Wir können los. Oder gibt es hier noch irgendwas? Nee. Wir gehen jetzt los. Obwohl, da oben. Haha, da guckt doch mal was durch der Wand. Wie komme ich denn hier hoch? Ah ja. Dich habe ich nicht gesehen. Dich habe ich nicht übersehen. Wir könnten. Ja, wir könnten. Ich weiß es nicht, ob wir es könnten. Doch, könnten wir schon. Doch. Schnell. Wir könnten schnell nochmal da hoch und das Teil einsammeln. Das befindet sich, glaube ich, hinter dem... Na, geht das überhaupt? Ja, doch, geht. Das befindet sich hinter dem Wassertank. Ob es uns jetzt was bringt, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich weiß, dass da oben ein Item liegt. Deswegen werde ich es jetzt nicht da oben liegen lassen. Und versuchen jetzt erstmal wieder aufzusammeln. Machen das mal ganz schnell. So. Hoffentlich kommen wir denn da auch hin. Ich denke mir mal schon. Ich denke mir mal, dass wir da hinkommen. Was ist denn mit dir los? Genau, geh doch nach links. Du müsstest doch jetzt eigentlich wieder super motiviert sein, da dich jetzt sogar Race unterstützt. Zwar jetzt nicht so hundertprozentig. Na du? Da muss ich mal eben dran. Tschüss. Aber sie unterstützt dich. Und sie wartet jetzt sogar noch. Ne? Die fährt jetzt nicht mit dem Boot los, obwohl es fertig ist. Sie wartet sogar noch.
Also Applaus, Applaus. Ach, die Sam ist jetzt schon wieder weg. Ach, Sam. Mann. Die wird immer entführt. Da ist es. Da ist es. Danke. 4 von 15. Ja, nee. Das ist eigentlich, glaube ich, so unnötig. Können wir da rüberspringen? Nee. Nee. Nee, das mache ich jetzt nicht, oder? Nee, anders kommen wir ja sowieso nicht wirklich von hier weg. Ich denke mir mal, das war jetzt erstmal schön. Oh nein, oh nein. Aber, ich glaube... Ja, genau. Das ist uns... Oder? Wo sind wir denn jetzt? Wie kommt man denn hier von hier wieder runter? Oh, Granate. Wie komme ich denn hier runter? Ich weiß nicht, ob wir da nochmal runterklettern können. Vielleicht. Ja, springen wir hier runter. Das müsste klappen. So. Hä? Das war gerade komisch. Ich glaube, ich habe da eine Kletterwand gesehen. Ach nee, das war die. Na gut, die Reise bis da oben könnte sich als unnötig erwiesen haben, aber wir haben das Teil jetzt und fertig. Dann gehen wir jetzt aufs Boot und ja, trotzdem vorher nochmal hier speichern. Ich muss jetzt immer wieder hier hingehen, um zu speichern. Und ich hoffe mal, dass das auch dann funktioniert. Da steht auf jeden Fall das Tomb Raider-Symbol. Heißt aber nicht immer, dass er speichert. Was ich blöd finde. Okay. Ja, das finde ich auch cool. Dass das Teil gerade da sich bewegt hat. Und kein festes Objekt ist. So. Alle hopp. Race, wir können loslegen. Darf ich fahren? Nee, ne? Ich darf nicht fahren. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein. Sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Geht's. Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Betreten Sie das Kloster. Wieder rein. Ja, machen wir. Aber dass sich Race noch gefragt hat... Boah, war das hoch. Ey, was? Was? Okay, naja. Okay, dass sich Race noch gefragt hat... Du gehst alleine da rein? Ja, was denkt die denn? Dass ich etwa Begleiter bekomme, die mit mir da reingehen? Das wäre ja mal was. Den einzigsten Begleiter, den wir je hatten, der war... Das war Dr. Whitman. Und naja, das war auch nicht sehr lange. Wow, was ist denn da von oben gerade runtergefallen? Sehr, sehr merkwürdige Gegend. Dass uns das immer noch erklärt wird. Okay, wir sind wieder alleine. Die wollen uns aber Rückendeckung gehen. Race spielt jetzt mit in unserem Team. Finde ich super.
ganze... Die Sturmwache. Leute, sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar, natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Die japanische. Eure, Mein Freund! その首もらって! Das habe ich mir schon gedacht. Ach, Whitman, ey. Du hättest so ein netter Kerl sein können. Ach, verdammt. Gut, wir kommen jetzt... Ach, Mann, das gibt's doch nicht. Wo ist der? Hier liegt doch sicher noch seine Leiche. Whitman! Was ist mit dir passiert? Whitman, Alter! Nee, das ist er gar nicht, oder? Der wurde doch jetzt zerfetzt. Naja, am besten ist, wir sehen uns das nicht an. Ist vielleicht sogar besser. Okay, jetzt sind wir hier am Kloster. Hier hat er sich versteckt. Ach Mann, Whitman, ey. Ach, du bist mir ein Verrückter gewesen. Okay. Gibt's hier noch sonst was? Was ist da hinten? Wo führt das Seil hin? Ah, okay, das ist auf der anderen Seite. Da kommen wir nicht hin. Sonst noch irgendwas? Nein. Okay, dann ab rüber da. Zack. Was? Ich weiß nur nicht genau, was hier gerade vor sich geht mit den Samurai und dem mit Sam und auch mit dem Matthias. Da weiß ich jetzt gerade nicht, was vor sich geht. Ich habe da eine Vermutung, aber das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich glaube, Lara weiß da auch nicht weiter. Boah, ich will das jetzt herausfinden. Jetzt bin ich aber total neugierig. 100 Erfahrungspunkte. Festung einer Schlucht. Durchsuchen Sie das Kloster nach Sam. Die Sturmwache. Die Sturmwache. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin. Ah, ich glaube... Okay, ich glaube... Die Sturmwache beschützt halt noch immer... Ah, da ist die Sturmwache. Oha, mal gucken, wie stark die sind. Beschützt halt noch ihre Königin, die nicht mehr lebt. Die ist irgendwie gefangen halt in einer Leiche. In einem verwesenen Körper. So habe ich das jetzt verstanden. So. Und der Matthias, der will jetzt eine neue Königin holen. Was will der Matthias? Das ist die Frage. Was will der jetzt? Lara fragt sich dasselbe. Was will Matthias mit Sam? Ah, ich benutze einfach mal den Überlebensinstinkt. Das geht ein bisschen einfacher, wenn wir Sachen durchsuchen. Nee, keine Sachen. Aber jetzt habe ich automatisch schon den Lösungsweg gezeigt bekommen. Obwohl, stimmt auch nicht. Obwohl doch. Ja. Oh, wir haben lange nichts mehr angezündet. Fällt mir mal auf. Das war am Anfang immer ganz in. Ist so langsam ein bisschen out. So. Wir haben ein neues Zeitalter. Das macht man heutzutage eigentlich nicht mehr. Aber ausnahmsweise haben wir es heute nochmal gemacht. Mal wieder etwas anzuzünden. Ja, die Fackel wird auch ein bisschen überbewertet. Oha. Okay. Soll ich hier weiter? Ach so, okay, sie bückt sich. Boah. Das wäre jetzt so mega fies, wenn wir... Was würde passieren, wenn wir jetzt die Aufmerksamkeit auf uns erringen? Würden die jetzt alle auf uns gehen? Das würde ich jetzt total gerne mal ausprobieren, aber ich glaube... Boah. Das Vergnügen sparen wir uns mal. Boah, was würde passieren, wenn wir uns jetzt... Ach, können wir, glaube ich, gar nicht. Ich kann hier rumlaufen. Die würden uns, glaube ich, gar nicht entdecken.
Nee, nee. Weil die... Ich guck mir das mal an. Was machen die mit dem Großen da? Er ist so ein ganz großer. Der läuft doch sicher auf Stelzen. Und hat irgendwelche Kissen unter seiner Rüstung gepackt. Oh, 10 Erfahrungspunkte. Yay. Soll ich jetzt darüber? Sind das da alles? Nee. Boah, wie viele sind das denn? Krass. Hä, die sehen uns doch. Hä? Die sehen uns nicht? Okay, die sind blind. Oha. Hä, die sehen uns einfach mal nicht. Ich wollte mal eben gucken, ob hier irgendwas ist. Nein. Was ist genau, was ist eigentlich, wenn ich jetzt Q drücke? Dann wird mir doch überall angezeigt Gegner. Nee, doch. Überall Gegner. Warte mal, sind... Heißt gelb, dass die neutral sind und rot, dass die uns angreifen würden? Kann sein. Aber wieso sollten die einen neutral sein, die anderen nicht? Kann ich jetzt hier hoch? Ja. Ja, sicher, als ob die mich nicht sehen. Ganz genau.